Hallo, guten Tag, schön, dass Sie da sind. Ganz herzlich willkommen in unserem imposanten Bundesbankgebäude. Wir stehen jetzt hier gemeinsam im Eingangsfoyer, einem hellen, lichten Raum, klar symmetrisch gegliedert. Das passt natürlich ganz gut zu unserem Selbstverständnis. 1972 ist die Bundesbank hier eingezogen. Das ist also Architektur der klassischen Moderne. Typisch für die Zeit ist die Verwendung des rohen Betons. Das sehen Sie zum Beispiel hier bei den Säulen. Und was sich hier in dem Raum auch lohnt, ist ein Blick nach oben zur Decke. Die Decke nämlich, die ist ein Kunstwerk. Ich möchte Sie jetzt einladen auf einen kleinen Rundgang durch das Gebäude. Wir sehen uns wieder. Hallo, hier bin ich wieder. Wir haben Sie mal kurz nach oben gebeamt in eines der 14 Stockwerke. Beeindruckend sind hier die langen Flure. 200 Meter sind das von einem Ende bis zum anderen. Auf beiden Seiten sind Büros angeordnet, mehr als 1000 an der Zahl. 1700 Kolleginnen und Kollegen arbeiten hier. Und ich würde vorschlagen, wir schauen mal in einem der Büros vorbei. Sie sehen, unsere Büros sind funktional eingerichtet. Schreibtisch, Computer, Schränke, ein paar Bilder an der Wand. Wir befinden uns hier auf der Nordseite des Gebäudes mit Blick auf die Zufahrt. Die Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, erstellen zum Beispiel volkswirtschaftliche Analysen, überwachen Banken, analysieren die Finanzstabilität. Sie sorgen auch dafür, dass überall in Deutschland Bargeld zur Verfügung steht und dass der Zahlungsverkehr reibungslos funktioniert. Und so manche Analyse, die hier in den Büros entsteht, landet anschließend ganz oben auf der Vorstandsetage, zum Beispiel bei unserem Präsidenten, bei Jens Weidmann. Der ist jetzt gerade nicht in seinem Büro, also haben wir die Chance, da reinzuschauen. Kommen Sie mal mit. Und? Haben Sie sich schon umgeschaut? Ihr virtueller Standort ist jetzt mitten im Büro von Jens Weidmann. Hier sitzt er, hier arbeitet er und bereitet sich zum Beispiel auf eine Sitzung des EZB-Rats vor. Dessen Mitglied ist er als Präsident der Deutschen Bundesbank. Im Rat der Europäischen Zentralbank wird über die Geldpolitik für den Euro entschieden. In so einem Chefbüro gibt es natürlich auch eine kleine Sitzecke. Das wäre dann hier drüben, zum Beispiel um Gäste zu empfangen oder auch mal für eine kurze Besprechung mit Mitarbeitern. Was Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, es hängt Kunst an den Wänden. Hier zum Beispiel ein Gemälde von Horst Anthes oder dort drüben, wenn Sie darüber schauen möchten, eine Skulptur von Max Bill. Kunst, wie auch Sport, das ist für ihn ein gewisser Ausgleich zu dieser nüchternen Welt der Geldpolitik. Was ich jetzt gerade nicht entdecken kann, das ist sein Fanschal von der Frankfurter Eintracht. Na, den wird er zu Hause haben. Und apropos Kunst. Ich hätte da noch was Interessantes für Sie. Kommen Sie mit? Wir befinden uns jetzt in einem Kunstwerk, das zugleich ein Speiseraum ist. Die Tische können für Gäste eingedeckt werden. Diese Kunstinstallation, die Decke, die Tür, die Wände, der Boden, wurde eigens für diesen Raum entworfen, Anfang der 70er Jahre von Victor Vasarely. Und wenn Sie bei diesen runden Kunststoffscheiben an den Seitenwänden und bei diesen silbrig glänzenden Aluminiumscheiben an der anderen Wand an Geld denken, dann ist das sicherlich die Assoziation, die der Künstler auch wecken wollte. Die Hintergrundfarben der Seitenwände erinnern an die Edelmetalle. Auf dieser Seite Gold und auf der anderen Seite Silber. Lassen Sie den Raum noch ein bisschen auf sich wirken. Ach übrigens, der Künstler Victor Vasarely wird zurzeit von den großen Museen wiederentdeckt und wir haben diesen ganzen Raum ausgeliehen ans Städel und ans Centre Pompidou. Wir stehen jetzt ganz oben auf dem Dach des Gebäudes in mehr als 50 Metern Höhe. Hinter mir der Ginnheimer Spargel, der Frankfurter Fernsehturm. Aber viel spektakulärer ist natürlich der Blick hierüber auf die Frankfurter City. Ich hoffe, Sie sind schwindelfrei.
Hier vorne der Grüneburgpark, das Frankfurter Westend. Dort drüben der Campus der Goethe-Universität und sehr schön aufgereiht die Hochhäuser der Frankfurter Skyline. Markante Gebäude wären zum Beispiel der Messeturm oder weiter links dann das Hochhaus der Commerzbank und da drüben ganz im Osten für uns besonders wichtig das Gebäude der EZB. Nachdem wir nun gemeinsam ganz oben waren, würde ich gerne mit Ihnen ganz nach unten gehen. Vielleicht ahnen Sie schon, was wir dort finden werden. Schauen Sie sich ruhig noch einen Moment um. Ich nehme schon mal den Lift. Das ist ganz sicher ein Highlight. Wir sind tief unter der Erde hinter schweren Panzertüren. In den Regalen liegt ein Teil unserer rund 270.000 Goldbarren. Sie gehören zu den deutschen Währungsreserven. Etwas mehr als die Hälfte verwahrt die Bundesbank im eigenen Tresor hier in Frankfurt. Natürlich ist der größer als nur dieser eine Gang. Die übrigen liegen bei den Partnernotenbanken in New York und London. Ungefähr so groß wie eine Milchtüte, aber man muss schon ordentlich zupacken. Auf die Füße fallen sollte der mal besser nicht. Was schätzen Sie, wie schwer? 12,5 Kilo. Die Dichte des Edelmetalls Gold ist höher als die von Blei, also ein Bleibarren in gleicher Größe, der wäre leichter. Für uns entscheidend ist aber natürlich, was ein solcher Barren wert ist. Ungefähr so viel wie ein Einfamilienhaus im Frankfurter Umland. Aber der Goldpreis, der schwankt. Alle Barren sind genau geprüft. Feingehalt, Homogenität, Gewicht. So können wir immer ganz genau sagen, über wie viele Feinunzen Gold die Bundesbank verfügt. Ich lasse Sie mal noch einen Moment allein hier unten, dann können Sie den Glanz des Goldes noch auf sich wirken lassen. Aber die sind abgezählt und nummeriert. Hier sind wir wieder draußen, über der Erde. Ich hoffe, unser kleiner Rundgang hat Ihnen gefallen und Sie haben einige interessante Impressionen mitnehmen können. Noch einen Tipp hätte ich für Sie. Falls Sie mal tatsächlich einen Goldbarren in der Hand halten wollen, dann empfehle ich Ihnen einen Besuch in unserem Geldmuseum. Und jetzt haben wir noch einen Special Effekt für Sie vorbereitet. Tschüss und auf Wiedersehen und guten Flug!